Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hugard NXT. Wir sind weiterhin bei der Prüfung und machen nun Rusev gegen John Cena. Ja. Go, go. Und das machen wir bei Elimination Chamber. So. Los geht's. Rusev Machka. Oder wie sagen wir so? Rusev Vutria. Rusev Machka. Hört sich so lustig an. Aber hier hat er auch den Accolade als Submission Move, oder? Oder hat er noch einen? Müssen wir gleich gucken, ob der noch einen anderen Finisher hat. Dann muss ich wieder eine andere Taktik nehmen. Aber mit Rusev muss es eigentlich nicht so schwer sein. Weil mit Rusev habe ich sehr gut Leute gesquasht. Deswegen, wir machen direkt Neustart, weil Accolade. High Angle Slam. Perfekt. So, und los geht's. Gegen Rusev. So. Jawohl. So, und Rusev. So. Meh. So. Jawohl. So. Jawohl. Rusev. Stark von Rusev. Oh. Was macht Rusev? So. Und. Oh, jawohl. Stark von Rusev. So. Und. Oh, scheiße. Rusev. Schön gemacht. Gut gemacht. Rusev. So. Und. Boah, wunderbarer Move von Rusev. So. So, und Rusev. Schon wieder. So. So, und Rusev noch einmal dieser Move. Und. So. So. Oh, wieder Submission. Dann krieg ich wieder abgezogen. Das ist doch scheiße. So. Jawohl. So. So, und. Nochmal Rusev. So. Gut. Was? So. Jawohl. So, und Rusev. Und noch einmal. Alter. Der ist mal richtig geschwächt, Rusev. So. Und. Oh, Rusev. Der hat genau dasselbe wie ich. So, und. Rusev. So. Jawohl. Jawohl, komm. Rusev Vutria. So. Jawohl. So. So, scheiße. Ja, close line. So. Und scheiße. So, scheiße. John Cena attackiert mich richtig gut. So. Jawohl. So. Gut. Der Bärhack. Der Bärhack. So. Jawohl. So. Jawohl. Rusev. Aus Kommentatorenpult. Alter, jedes Mal kontert er es. So. Jawohl. Jawohl. Oh, scheiße. Was für ein Schlag. Von John Cena. Rusev. Stimme auf. So. Und natürlich, natürlich. Jawohl. Klar. So. Oh, scheiße, ey. Nicht schon wieder dieser scheiß Move, ey. Der kotzt mich die ganze Zeit schon an. So. Und Rusev Kick aus.
So. Jawohl, komm raus. Raus mit dir. Und. Wunderbar. Signature. So. Und was für ein Kick hier. Von Rusev. So. Gut. Jawohl, wunderschöner Clothesline. So. Und jetzt. Der High Angle Slam. So, und jetzt Pin. One, two, what? What? So. Jawohl. So. Und. Oh, scheiße. Er hat schnell ausgeführt. Aber er kann mich nicht pinnen. Kann mich nicht pinnen. Das ist ein Vorteil für uns. So. So. Jawohl. Ja. Ja. Komm schon. Jawohl. So. So. Er hat keinen Widerstand mehr. So. Jawohl. Wie viel das einfach bringt, ne? Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich Whippin machen und dann attackieren, aber nein. Er kam zu früh. So, und scheiße! Fisherman Suplex. Fisherman Suplex. Und... Ich steh auf, Rusev! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein! Ich hab die ganze Zeit gesquasht. Die ganze Zeit habe ich ihn übel gesquasht. Nein! Wieder, immer zu spät oder zu früh? Das regt mich langsam auf, ey. Komm! Steh auf! Komm, Rusev, das schaffst du! Das kann doch nicht sein. Komm, Rusev. Scheiße. Jawohl. Nein! Oh, fuck off, ey. Ja, was soll ich denn da machen, ey? Scheißdreck, ey. Scheiße. Ist doch nicht dein Ernst. Ja. Geil dich auf. Was? Auto ist nicht angesprungen. Du hast ein Licht angemacht. Nein. Und ein DDT gegen John Cena auf das Kommentatorenpult. Und natürlich kickt er ihn wieder hochkantig aus. So. Und jetzt der Finisher-Ansatz. So. So. Gut. Ja, ja, ja. Oh my, Rusev is in position. Wunderbarer Move, wieder mal von Rusev. Und jetzt pinnt er ihn, jetzt kommt, das war's. 1, 2, 3 und das war's. Wir haben es geschafft. Rusev hat auch John Cena besiegt. Im zweiten Ansatz haben wir es geschafft. Und ja. Das erste Match war sehr intensiv, da hat John Cena richtig dominiert. Also man merkt schon, dieser Modus ist richtig, richtig schwer. Also, das ist ein richtig harter Move. Also richtig geiles Prüfung eigentlich, perfekt. Also, das ist einfach so schwer gegen John Cena. Und ich finde es sehr gut, das gefällt mir. Ein C-Rang, damit kann man gut leben, denke ich mal. Also B+, ist schon außergewöhnlich, dass ich das geschafft habe, aber ja gut. So ist es halt, ne? Du hast dich bewiesen. Richtig. Dankeschön. So, und jetzt fehlt uns nur noch eine Folge und das ist mit einem Superstar, einer meiner Lieblinge bei NXT, und zwar Sami Zayn.